So, weiter geht's. Und wo sind wir gerade? Ah, nee. Doch, in dem Raum hier. Stimmt ja, ich war ja gestern hier und hab probiert, das Rätsel zu lösen. Hier waren wir dran. Die beiden haben wir offen. Geht es auf? Nee. Okay. Irgendwas haben wir vergessen. Oh, super. Du kannst echt gute Sprünge. Scheiße. Boah, ey. Mann, jetzt mach ich den Ladebildschirm. Ich spiele eine Minute und es geht mir schon wieder auf den Sack, das Spiel. Jetzt bin ich wieder hier. Egal, ich gehe einfach mal hier lang. Okay, hier geht's schon mal nicht weiter. Das ist schon mal sehr gut. Den Schalter hatte ich aktiviert. Das heißt, wir können nur hier lang. Okay. War hier nur was? Nee. Darüber können wir nicht, wegen Anti-Magie-Zone. Okay, dann muss ich wohl hier lang irgendwie. Da habe ich keine Wahl. So. Hier müssen wir aber alles gesäubert haben. War noch ein Hebel. Ah, okay, den hätte ich vielleicht lieber betätigen sollen. Eine Steinplatte und was noch? Ein Pilz. Was sonst? Nix. Super. Geiler Scheiß auf jeden Fall. Nee, da war ich schon dran. Thron, die Kiste habe ich auch schon. Ja. Irgendwas habe ich hier vergessen. So, unten sind wir. Aber hier müsste ich alles gesäubert haben. Dürfte jetzt nichts Ächziges mehr rumgammeln. Ah, die haben es sogar noch zu. Okay. War hier nicht das Aschebiest? Ach, komm. Ah, perfekt. Oh, puh. Besser als nichts. Boah, nee, jetzt sind wir hier. Hier war ich garantiert auch schon. Ja. Noch die restlichen Unkräuter mitnehmen. Der Endschalter habe ich betätigt. Ja, dann kein Plan. Wenigstens kann ich jetzt komplett sicher gehen, dass ich die Seite hundertprozentig. Alter! Boah, habe ich jetzt mal Glück gehabt. Das ist so schwul gemacht mit den Treppen und dem Springen. Hier müsste doch irgendwo Schalter sein.
Komm. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Aber bestimmt kann ich hier hoch? Nee. Auch nicht. Nee, auch nicht. Super. Geh ich mal da runter. Toll, dann bin ich hier. Was natürlich auch super hilft. Was macht der Schalter hier? Den sollte ich vielleicht nochmal aktivieren. Lol. Da ist eine Tür offen. Das hört sich nicht gut an. Ach. Da brauche ich Levitation, anders komme ich da nicht rüber. Habe ich überhaupt noch? Einmal. Was haben wir denn hier? Eine Winde? Ein Hebel? So, jetzt sollten die Spikes aus sein, schätze ich mal. Ah! Und nochmal von vorne. Ah, schön. Kleiner Anti-Magie-Kristall. Ah. Bestimmt Magieschutzringe. Okay, dann drehen wir mal die Winde, aber wir haben keine Levitation mehr. Das ist echt scheiße. Da muss ich welche kaufen gehen, auf jeden Fall. Ohne Levitation sind wir im Arsch. Ganz super. Jetzt wurde hier diese Steinwand geöffnet. Was dahinter? Ein Gitter und noch eine Steinwand. Und der Gang hier ist zu. Also das muss einer, muss man echt verstehen hier. Jetzt ist das wieder offen. Okay, haust du rein, ne? Oh je. Hier ist auch eine Tür. Komme ich doch auch anders hin. Hm. Aha, nee, doch nicht. Ja. Vielleicht. Drück den Schalter, Kumpel. Aha! Aha! Ho, ha. Aha! Ho, ha. Ho, ho, ha. Aho, ha. Ich muss hier raus. Oh, es gibt nämlich noch einen Schlag von hinten mit. Alter! Scheiße, Mann, nur weil ich an diesem Ding hängen geblieben bin. Oh mein Gott. Das kommt davon, wenn man einmal nicht speichert, ganz ehrlich. Das heißt, nochmal drücken. Dass er so einen Dreiermechanismus hat, wusste ich jetzt aber echt nicht. So, das Ding locke ich echt hier raus.
Ich mache aber viel. Ich muss Stärke kaufen gehen. Mein Damage ist unter aller Sau. Oh, komm schon jetzt. Zack. Unten mit dem Fuckvieh. Boah. Davon hau ich mir jetzt ein paar rein. Davon haben wir echt zu viele. Ich muss aber auch Stärke kaufen gehen. Wenigstens haben wir einen kleinen Weg gefunden. Ne? Okay, hier ist nichts. Kein Priestergrab. Aber Telekinese. Wo haben wir Telekinese? Hier. Magie wirkt hier nicht. Also müssen wir da doch anders hin, super. Okay. Schlag mit. So. Schreckse, du alte Echse. So, wo haben wir jetzt aufgemacht? Das würde ich gern wissen. Hier ist doch was hinter, das sehe ich doch. Aha. Nee, die Brücke ist noch oben. Das sieht man doch, das sieht man doch. Drei Stück habe ich noch. Ja. So. Ui. Jo, haust du rein. Buh. Ey. Suboptimal. Alter, jetzt geh doch. Bist du behindert? Bist du behindert? Steck doch nicht die. Ich bin dran. Die einzige Möglichkeit ist noch hier zu überstehen. Fuck. Boah, das ist aber auch scheiße gemacht hier. Das mache ich anders. Ich brauche Zeit, wenn ich mich verwandle, dass ich die Waffe ziehen kann. Das heißt. Ja, komm, er spaß mir, bla bla bla. Der Weg ist aber echt versteckt. Okay, ich wusel jetzt hier mal lang. Schön, es sind drei. Fuck.
Dann mache ich das mal hier hinten in der Ecke. So. F8. Und einmal. Hurra, hutralala, ich bin da. Oh, komm schon, scheiß Priester. Viel zu wenig Schaden mache ich. So. Wie ich 3 Stück von denen wieder auf einmal machen soll, weiß ich immer noch nicht. Ich hab doch jetzt nicht F9 gedrückt, ey. Ich wollte F8 drücken. Nein. Och, komm. Och, komm. Ey, das ist zu fies, ey. Das ist so behindert. So, erledigt. So, einmal die 8. Mir ist gleich nicht F9, sondern F8. Perfekt. So, ich hole jetzt mal einen Freddy raus, wenn ich gegen 3 von denen auf einmal schlachte. Oh. Warum habe ich denn jetzt die 5 gedrückt? Also heute bin ich echt verpennt. Weil bei diesem Skelett steht doch eine 5 drunter, weil wir noch 5 Stück davon haben, deswegen drücke ich manchmal die 5 zum Beschwören. Och nee. Ich muss halt die 0 drücken. So, aber jetzt. Come on, Freddy, Bro. Hello. Schön, dass Freddy schon tot ist. Es hätte optimaler laufen können. Scheißdreck! Was ist denn heute wieder los? Gestern hab ich so gezogen im Kämpfen. Ich mache auch so wenig Schaden, das ist nicht normal. Aber jetzt. Weißt du was? Mann, nee, die Aschebestie werde ich mir aufheben. Zurück. Mann, ich wollte abblocken. Mann. Mann, ich bin noch zurückgegangen, du Hure. Das regt mich so auf, gerade die Stelle. Weil ich erstmal wieder reinkommen muss. Mein Gott. So ein Scheiß. Das blockiert mich noch, Freddy. Danke. Zack, umgenockt, endlich.
Endlich! Dazu kann ich nichts mehr sagen, ganz ehrlich. Eins, zwei und den dritten auch noch rein. Und nochmal F8. Boah. Gut, dann fangen wir hinten an. Sieht auf jeden Fall nach einer Grabstätte aus. Man hört ja immer die Skelette und die Geister. Aber das ist echt nicht schlimm. Alter, komm, das ist so übel. So. Was sind da drinne? Dietrich, Telekinese, Perlenkette, Titanbogen. Scheiße, wir haben nicht genug Geschicklichkeit. Naja, wenigstens Titanbogen. Dornkeule. Holzschild. Na gut, Dornkeule und Holzschild kann man sich echt sparen. Liegt halt ein Skelett drin, ein alter Krieger. Fred, du hast gut gekämpft. Was ist hier? Bevor ich da jetzt reingehe, werde ich erstmal die F8 drücken. Ah ne, jetzt sind wir hier, okay. Alles wieder gut. So, auch ganz gut. Kann man immer mal gebrauchen. Dann hätten wir hier noch einen Hebel. Noch zwei von den Dingern, die wir wahrscheinlich nicht... Ah, nee, hör mal auf. So. Können wir nicht aktivieren. Nochmal die F8. Waffe ziehen. Man weiß ja nie... Ah ne, jetzt sind wir hier bei der... Die habe ich doch schon aktiviert, oder? Ja. Das heißt, wir sind jetzt wieder hier beim Anfang. Ah. Das Gitter ist aber nicht offen. Zwei Aschebestien. Wollen die mich eigentlich flachsen? So, das Gitter ist aber nicht offen. Das wundert mich hier gerade ein bisschen. So. Sieht so aus, als würde es auch nicht hochgehen. Ich habe eine Idee. Vielleicht kann die Aschebestie uns da vielleicht... Nee. Haben wir irgendwas zum Gitter sprengen? Man weiß es ja nicht. Kriegen wir das als Aschebestie auf? Nur mal testen. Nur mal testen. Das muss man auch bestimmt irgendwie aufbrechen. Nicht genug Mana. Ach komm. Holen die runter. Oh yeah. Okay, das bringt schon mal nichts. Das heißt F9, weil die Schriftrolle werde ich nicht verschwenden. Die könnten wir noch gebrauchen. Zum Beispiel bei zwei Aschebestien. So, aber dennoch müssen wir das irgendwie aufkriegen. Und wie brauchst du mich nicht zu fragen? Da bin ich echt überfragt gerade.
Das Rätsel ist krass hier. Und zwar richtig. Ich kann höchstens hier nochmal irgendwie durch. Ich habe irgendwie so das Gefühl, man braucht hier Telekinese. Aber auch irgendwie nicht. Kann man denn irgendwie... Das kann man ja mal probieren. Also das bringt schon mal nichts. Lol. Also beim Hebel bringt es nichts, aber die Winde kann man anscheinend anschießen. Also da hat die Armbrust aber echt Power. Das muss ich fairerweise zugeben, dass die Armbrust wirklich ziemlich krass Power hat. Also darauf wäre ich jetzt echt nicht gekommen, aber bin ich zum Glück. Ich wäre darauf nicht gekommen, aber bin es. Okay. Kann man mit leben. Das heißt, wir können jetzt zur Brücke. Oder auch nicht. Aber jetzt müsste es gehen. Okay. Ja. So, Waffe raus, F8, man weiß nie, was einen erwartet. Mal ausnahms... Ach, das war eine... Das war eine Fackel, ach so. Ja, hau rein, das wusste ich jetzt ernsthaft nicht. So, ein Sarkophag. Okay, hilfreiches Zeug. Na, hier sind immer noch Echsenmenschen, verdammt. Überall. Ah ne, jetzt sind wir wieder hier. Ah ne, warte mal, ne, die Winde hier sollten wir vielleicht aktivieren. Lol. So. Ein Hebelchen. Ein Hebel. Ah, schön. Das Tor ist offen. Ich werde die hintereinander machen. Ach du Scheiße. La 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 la. So, eins hätten wir. Das war mit der Ausweichaktion, das war vielleicht nicht das Beste, was man machen kann. So, einmal die 8. Und jetzt einmal die F8. Und jetzt kommt das nächste Biest. Zack. Incoming! 3, 2, 1 und... Okay. Oh,
Oh, dieser Angriff von dem. So. So, zur Feier des Tages darf ich das auch mal. So, jetzt einmal F8. Wir sind durch, würde ich mal sagen. Nochmal F8. Ein bisschen Weg ersparen, wenn man stirbt. Titanarmbrust. Das ist schon eher was für uns. Zwei sind Teil der Titanrüstung. Wollen die mich verarschen? Also gehört es wohl dazu. So, mal schauen, wo sie dann. Weiter oder raus geht. Ich bin ja für raus. Sind wir wieder hier? Okay. Ja, dann können wir jetzt am besten direkt schnurstracks Verschwindikus machen. Aber jetzt brauchen wir mal einen Plan, wo es hier wieder rausgeht. Achso. Alle hopp. Ach, das hätte jetzt echt nicht sein müssen, aber die Bugs retten mich immer mal wieder. Das ist gut. Ach, die habe ich jetzt vergessen. Kann ja mal passieren. An den Spikes, da sterbe ich irgendwie ständig. So, jetzt sind wir schon wieder hier. Ah, wir sind gleich draußen. Das war echt schlimm hier drin. Ne, irgendwie. Leute. Bestimmt hier runter irgendwie. Und dann nach oben, immer nach oben. Ah, hier war dann die Aschebestie. Ah, ne, die Ratten. Okay. Da ist der Wasserfall. Das ist gut zu sehen. So, jetzt gehen wir am besten, wenn wir mit Patty geschwätzt haben, erstmal Stärke kaufen. Wir können 30 Stärke kaufen. Und wie viel Geld haben wir? Ja, wir können ungefähr 30 Stärke kaufen. Das ist gut. Dann haben wir 100. Dann sind wir echt gestärkt. Verdammt. Da bist du ja endlich. Warum hat das denn so lange gedauert? Naja, jetzt bist du ja da. Und? Warst du erfolgreich? Ich habe gefunden, was ich hier an der Westküste gesucht habe. Wirklich? Was ist es denn? Ein Teil des Rüstzeugs eines mächtigen Kriegers. Aus längst vergangenen Tagen. Aha. Und was ist an dem alten Kram so wichtig? Es wird mir hoffentlich gegen das Übel helfen, das aus dem Vulkan auszubrechen versucht. Aber es ist ja nur ein Teil einer Rüstung. Wie willst du das Ding wieder ganz bekommen? Ich werde zu Eldrick, dem Druiden, gehen. Er hat mir schon mal geholfen, etwas zu reparieren. So, so. Eldrick. Na ja, du scheinst ja zu wissen, was du tust. Lass uns handeln. So. Berserkerschwert. Nice, das habe ich ja gar nicht gemerkt. So, den Rest kann ich verschmökern. Ach komm, den Kriegshammer braucht keiner mehr. Titanbogen kann ich eigentlich auch wegmachen, weil den werden wir nie brauchen.
Dann können wir die Armbrust auch schon mal vorverkaufen, sozusagen. Dann die drei Schilder, das Ding. Ah. Machen wir nochmal schön Money hier. Okay, was gibt es noch so, was wir nicht mehr brauchen? Hier vielleicht noch ein bisschen was. Zwei Rubine braucht keiner. Also Gold brauche ich jetzt auch nicht mehr. Brauche ich alles jetzt nicht mehr. Jetzt ist die Zeit gekommen, um den ganzen Schrott zu verkaufen. Ach komm. Ich will lieber ein bisschen Cash haben. Alles weg, was nicht nied- und nagelfest ist. So, das sieht auch schon mal ganz gut aus. Und jetzt können wir Stärke kaufen, weil wir haben wieder... In Ordnung. Geh dann mal die Welt retten. Das kannst du am besten. Und wenn du damit fertig bist, hauen wir hier ab, ja? Du meinst, ich soll dir helfen, den restlichen Kram deines Vaters zu finden? Vielleicht. Es würde sich für dich lohnen. Ja, da bin ich mir sicher. Ich muss erstmal das Debakel da unten im Vulkantempel überleben, dann können wir weiterreden. Ja, das will ich auch hoffen. Denn sonst, naja... Ja? Ach, nichts. Komm einfach wieder, okay? Ich muss jetzt gehen. Du weißt ja, wo du mich findest, wenn du... Viel Glück, mein Held. Ich weiß eben nicht, wo ich sie finde, aber egal. So, jetzt gehen wir nochmal schnell stärken. Wir können dann wirklich 30 Stärke holen. Schmieden brauche ich nicht. Ja, das haben wir alles, was wir brauchen. Das brauchen wir nicht. Das haben wir auch fast alles. Hier, scheiß drauf. Die Armbrust sollte ich nochmal skillen. Wobei, nee, komm, braucht eigentlich gar keiner. Das heißt, einmal die 7. Wenn es jetzt crasht, ey. Ah, ist nicht gecrashed, das ist schön. Okay. Wer war nochmal der mit der Stärke? Ich glaube, das war der eine da beim Dings, beim Don. Fincher. Ja, Stärke plus 5. Ich will stärker werden. Gut so. Gut so. Weiter so. Oh. Kannst. Gut so. Ich will. Weiter so. Gut. Ich will. Gut so. Oh. Da haben wir aber noch 6 Lernpunkte. Kann. Du solltest noch. Ah. Egal, wir haben jetzt 100 Stärke. Das nenne ich mal eine Armbrust. Einfach mal so zum Spaß damit geschossen. Okay. Na dann war's das, glaube ich, mal für den Part.